So, ich habe gerade mal wieder, weil Wochenende ist, mir gedacht, ich guck mal in Rust Store rein, vielleicht gibt es ja mal wieder was Neues und es sind mal wieder geile Sachen drin. Oh mein Gott, also was ich auf jeden Fall, was ich schon gekauft habe hier, ist dieser wundervolle, mega geile Stein, der aussieht wie so ein Waldmeisterbonbon. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Dunkeln leuchtet, aber er sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus. Er sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus wie mein Stein, den ich jetzt habe. 1,85 €, ja, das war es mir einfach mal wert. Also hier auf dem Bild sieht es aus, als wenn, keine Ahnung, das hier leuchtet und der vielleicht ein bisschen mit, ich weiß es nicht. Das wird sich dann zeigen. Ich werde ihn, denke ich mal, morgen mal ausprobieren, wenn ich mal Zeit habe. So, dann habe ich mir die Bight Stonehenge noch nicht gekauft, obwohl ich die eigentlich mega geil finde, wie dieser Stein hier in diesen Stiel reinbeißt und dann auch noch dieser Totenkopf, der sieht so cool aus. Das ist für mich eigentlich ein Muss. Ist ja so genau meine Thematik, so Totenköpfe und so, stehe ich ja voll drauf. Ja. Die Bight Stone Pickaxe ist jetzt dagegen absolut unspektakulär. Ich weiß nicht, was es mit Bight zu tun hat. Ja, die ist jetzt nicht so der Burner. Die Blackout Chestplate ist einfach nur eine schwarze Chestplate. Langweilig. Die Blackout Face Mask sieht ein bisschen besser aus, da die hier noch so ein bisschen so Camouflage-Ansätze drin hat, aber 90 Cent lohnt sich auf keinen Fall. Dann haben wir hier die Cargo Heli Large Box, Wooden Box. Ich weiß nicht, kein Plan so. Also, nö. Nö, nicht wirklich, nicht wirklich geil. Also die Stühle finde ich ganz cool und den Tisch finde ich auch ganz cool, aber die Wooden Box finde ich nicht geil, auf jeden Fall nicht für 2,75 €. 2,75 € ist so überzogen. Nee, also würde ich nicht mal für den Tisch und die Stühle zusammen ausgeben. So, Lighthouse. Also eine Lighthouse Double Barrel. Nicht aufregend, nicht wirklich aufregend. Nur weil die aussieht wie so ein Leuchtturm so. Da hatte ich schon ein Dings von, wie heißt es, ein Ofen und der war auch total der Fail. Also für 1 Euro, ach, jetzt kosten die ja sogar eins, stimmt, kostet ja 10 Cent mehr, 10 Cent mehr, ne, würde ich auf keinen Fall ausgeben. Never ever, keine 1,85 €. Der es ausgibt, hat selber Schuld. So, und die Raptor Arcaia, gut, die sieht aus wie so ein Dinosaurier, wie so ein Raptor. Sieht ganz geil aus, ich bin Solo-Player, ich spiele eigentlich fast gar nicht, fast nie mit der AK. Deswegen hat sich das für mich so oder so erledigt. Da wäre der Skin einfach nur Geldverschwendung. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir ein Like oder ähnliches da. Bis denn, dann ciao.